Hallo Leute, es geht weiter mit Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind in Adessa in meinem anderen Bettschlafgemach zu Hause. Und hab einfach mal ein paar Sachen noch sortiert, geh offline immer noch mal los und Milu, zu euren Diensten. Und guck mir die Gegend an, öffne Kisten, sammel goldene Set-Teile ein, wenn ich welche finde und ärgere mich immer noch, dass ich noch kein ganzes zusammenbekommen habe. Ich habe so viele verschiedene. Und natürlich auch mal dann von irgendeinem Teil wieder 2, 3 oder so. Aber irgendwie nicht so, dass es ganz voll wird. Und auch diese lila Blumen hier, wie die immer aufgehen, wenn man auch rauskommt. Voll schön. Selbst die Blumen öffnen sich für uns und werden da geschrien. So, warum bin ich hier? Erzähle ich euch gleich. Moment. Willkommen bei der Garnison. Und zwar will ich an dieses Regal, weil wir machen jetzt den Nebenquest Schnitzeljagd. Ich habe ein Kapitel der Moan von Galenun Higem. Baba, ich lese mal nicht weiter vor, sondern wir lesen uns das mal durch. Gegenstände. Ja. Wo haben wir das denn mal? Adessa 1. Kapitel 1, erste Pläne. Als ich den Ort das erste Mal... Ist es das? Ist das Adessa 1? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, es ist Adessa 1, aber ich gehe nochmal in den Quest. Der Memoiren von Galenun Higem. Der die Stadt Adessa fast allein entworfen hat. Ja, das müsste eigentlich dann das sein. Mit dem Adessa Band 1. Ich glaube, das war das, was ich das letzte Mal eingesammelt habe. Dann gehe ich da jetzt nochmal hin. So, also Kapitel 1, erste Pläne. Als ich den Ort das erste Mal erblickte, war nichts als ein Krater mit einem Funken möglicher Erhabenheit. Aus den nahegelegenen Steinbrüchen von Apetyre wurden weiße Steine ausgegraben, selten anzufinden in die Türe. Aus ihnen wurde mein Meisterwerk geboren. Die Stadt sollte ein leuchtender Juwel unter dem roten Felsen sein, eine Rose in der Wüste. Hier begann alles in dieser einfachen Bibliothek. Einst eine Festung, ein Ort des Sterns, ist sie heute so viel mehr. Alle Geschichten beginnen und enden in diesen Hallen des Wissens. Auch eine Geschichte, Leser, die mit euch beginnt. Meine Stadt ist mein Liebeswerk und wer sie zu kennen, sich müht, wie ich sie kannte, wird belohnt. Es gibt einen Preis an einem Ort versteckt, an dem jeder ihn findet, der danach sucht. Wenn der Suchende nur vom Geburtsort dieser Stadt bis zu ihrem Ende wandelt. Zuerst errichtete ich das Livarium. Nachdem es fertiggestellt war, wandte ich mich der Garnison der Prätorianer zu, um die Wahrheiten zu schützen und zu wahren, die wir auf diesen Inseln beherbergten. Tja. So, jetzt musste ich nochmal meine Katze anbrüllen und sammel das ein. Adessa Band 2. So, können wir das ja jetzt auch lesen. Wir sind im Lesefieber, habe ich so das Gefühl. Adessa Band 2. Kapitel 2, die Garnison. Es gab viele, die in der Sicherheit stiller Abstimmung die Meinung vertraten, eine Prätorianer-Garnison wäre eine Affront gegen die Grundsätze, auf denen Adessa errichtet wurde. Ihnen sage ich, die Tore des Wissens müssen befestigt werden. Was wir im Livarium haben, was wir mit dem Wohlstand unserer neuen Stadt zeigen möchten, erfordert Schutz. Es erfordert Unterstützung. Die Garnison ist kein Haus des Krieges, der Unterdrückung oder des Konflikts. Sie ist ein Instrument, auf das unsere Gesellschaft zurückgreifen kann, um unser Wissen zu schützen und zu mehren. Das Gebäude ist für die Stadt ebenso wichtig wie das Livrarium, so wie die Melancholie für das Sanguinische im Körper wichtig ist. Ohne es wird unser empfindliches Gleichgewicht gestört. Nachdem ich die Arbeit an der Garnison abgeschlossen hatte, begann ich mit dem Bau der Laboratorien. So. Lesen also hier die Bände, das dritte Kapitel. Willkommen bei der Garnison. Mal gucken, wo wir das finden. Ich hoffe, alles hier in Adessa. Das soll dann hier irgendwie sein, wahrscheinlich hier drinne. Weil an der Hausmauer gibt es ja keine Bücherregale und warum sind hier so viele Leute, die was wollen? Hm.
Ihr seht aus, als hättet ihr ein wenig Zeit übrig. Wollt ihr euch vielleicht ein paar Münzen verdienen? Schon wieder so ein Aufgabenquest, was braucht ihr? Noch nicht katalogisierte Bücher werden in mit Schutzzaubern versehenen Behältern aufbewahrt. Wenn ihr mir etwas Zeit ersparen könntet, würde ich euch gut dafür bezahlen. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch den einzelnen Behältern zu nähern und ihre Schutzzauber zu bannen. Ich bezahle euch für jeden gebannten Zauber. Klingt gut. Hervorragend. Ich werde einige von ihnen nach oben bringen lassen. Sie warten dann im Alkoven im Obergeschoss auf euch. Mhm. Wo sind die Behälter? Ihr findet sie im oberen Stock. Ich bezahle euch, sobald ihr einige der Schutzzauber gebannt habt. Das wird lustig. Schutzzauber bannen und so, ne? Es war mir ein Vergnügen. Naja, wird schon. Und du? Was? Interessant. Größer als ich dachte, aber ihr seid als Versuchsperson geeignet. Ihr seid der Gast im Sandsteingut, richtig? Andernfalls muss ich mich woanders umsehen. Wovon redet ihr da? Ich spreche von meinem Experiment. Der Höhepunkt eines Jahrzehnts der Forschung. Ich brauche eure Hilfe. Ich studiere das Wachstum der Magie. Und da ihr in Alistar wart, habt ihr vielleicht das letzte Teil, das mir noch fehlt. Ah ja, was ist das für ein Experiment? Dieses Experiment wird ein ganzes Jahrzehnt der Forschung abschließen. Es geht um die Beobachtung kinetischer Mana-Aggregation. Ich habe eine Reihe wilder Proben aus diesen Landen gesammelt. Für viel Geld. Ihr sollt sie bekämpfen, während ich euch beobachte. Turm von Alistar? In der Stadt machen Gerüchte über die Arbeit dort die Runde. Die Arbeit, die einen gewissen jemand mit einschloss. Wozu braucht ihr mich? Es gibt zwei Gründe. Zum einen stammt ihr nicht aus dem Hospitalisquartier. Das heißt, ich darf euch rechtmäßig als Versuchsperson einsetzen. Zum anderen wart ihr in Alistar. Leugnet es nicht. Ich habe genug in Erfahrung gebracht. Ihr wart mächtiger Magie ausgesetzt. Ja, doch. Ich werde euch helfen. Sehr gut, sehr gut. Ich will gleich beginnen. Bitte kommt in mein Laboratorium in der Mine von Adessa. Was ist in der Adessa-Mine? Ein privater Bereich, in dem ihr die Proben bekämpfen könnt, die ich für dieses Experiment beschafft habe. Wenn das Experiment beendet ist, werde ich euch reich belohnen. Nun kommt! Wir müssen aufbrechen! Ja, nicht so, als ob wir jetzt das Gold und das alles bräuchten. Aber naja, dem widmen wir uns noch. Erstmal werde ich jetzt hier lang gehen, weil wir wollen ja noch das letzte Buch haben. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig, dass ich hier die Runde drehe. Was haben wir denn hier? Abgewetzte Dokumente und alte Briefe. So. Ah, ha, sehr schön. So. Dann haben wir damit auch das dritte Kapitel. Ja, dann lesen wir das doch auch mal gleich. Jetzt haben wir noch das frisch im Kopf. Wo ist es denn? Kapitel 3, die Laboratorien. Doch obwohl unsere Stadt geboren wurde als Ort zum Schutz des Wissens, das unser großartiges Volk in seiner reichen Geschichte angehäuft hat, wollte ich sicherstellen, dass wir unser Wissen auch nach Fertigstellung der Stadt weiter mehren. Mehren, vielleicht sogar noch intensiver mehren. Und so begann ich mit dem Bau der Laboratorien. Wie seltsam es war, Gänge und Türen zu errichten, in dem Wissen, dass dieses Skelett eines Gebäudes eines Tages vielleicht die Köpfe beherbergen würde, die dem Krieg ein Ende bereiten, das Reisen über große Entfernungen in einem Wimpernschlag ermöglichen oder den Mond so hell leuchten lassen wie die Wüstensonne. Es erfüllt mich mit Demut, doch es stärkte auch meine Entschlossenheit, einen Raum des zeitlosen Experimentierens zu schaffen. In diesem Gebäude gab ich der Kreativität und Genialität unseres Volkes ein Heim, den Qualitäten, die uns von anderen unterscheiden. Erst als es fertiggestellt war, wusste ich, dass wir ein ebenso erhabenes Gebäude für unsere Diplomatie benötigen würden und so begann ich mit der Arbeit an Domus Politica. Das sagt uns ja auch schon was. Zumindest mir noch so ein bisschen weit entfernt. Was haben wir hier? Ich habe gar keine Dietriche mehr, fällt mir dazu ein. Aber ich habe hier auch gerade keinen Händler. Jetzt könnte ich mir mal eben welche neu kaufen. Wäre natürlich gut. Entschuldigung, ich musste mal eben niesen. Und ich habe irgendeinen Schutzzauber, Bannzauber oder so gehört. Ganz komisch. Eigentlich als ich hier war. Ja. Bestimmt irgendwas im Keller oder so.
Oder unter uns. Hier so in der Ecke oder so. Nee. Hm, komisch. Gut, dann gehen wir wieder raus. Verfluchte Truhe. Ja, ja. Wir wollen Band 4. Finden wir hier Band 4. Hier ist es auch. Domus Politica. Wie jetzt? Soll direkt hier sein das Buch oder was? Hä? Was soll ich denn jetzt hier? Ein Besuch im Hospitalis-Quartier hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Die Leute, die dort leben, machen nichts als Ärger. Nichts für ungut. Oder ist es hier oben, wo ich hin soll? Ach, hier. Kann man doch gleich holen. So. Band 4, das hätte man doch gleich holen können mit dem anderen. Na, egal. Wir scrollen wieder runter. Adessa 4. Kapitel 4, das Domus Politica. Welch Freude liegt in Geschenken, die nicht geteilt werden. Wie sollen wir wissen, dass wir gesegnet sind, wenn es niemanden gibt, uns zu segnen? Die Diplomatie war schon immer der Weg meines Volkes, Bündnisse und Worte zu schmieden, nicht Schwerter. Da wir die Studien der Magie und Philosophie vorantreiben, sollten wir uns nicht bemühen, diese Geschenke mit Völkern zu teilen, die weniger fähig und vorausschauend sind als wir selbst? Und so ließ sich das Domus Politica errichten. Ein Ort, der unsere Genialität nicht nach innen richtet, sondern nach außen. Ein Haus der Schreiber und der Briefe, in dem der Kompromisse und der Waffenstillstand regieren. Die Stadt nahm Gestalt an und unser Wohlstand mehrte sich bereits. Und damit wurde deutlich, dass der Handel und die Gelder verwaltet werden mussten. Und so begann die Arbeit am Schatzamt. Hm. So, lass mich raten, jetzt darf ich wieder doof zurücklaufen. Bestimmt. Eigentlich müsste man ja überall mal gucken, was es hier so gibt noch. In den anderen Bücherregalen, auch wenn die mir jetzt gar nicht angezeigt werden. Kristallkrieg 1 zum Beispiel, falls man die sammeln will. Mhm. Bauernhose, Schreibtisch, Gewerkhalle besuchen. Ja. Okay. So, wieder abwärts. Da. Geh mal. Oh. Schön, dass du mit dem Weg rumstehst. Weh, ich muss jetzt wieder an diesen anderen Ort zurück, ey. Immer hin und her, das ist so doof. Nee, diesmal soll ich tatsächlich ganz woanders hin. Okay. Haben wir hier schon? Schatzamt. Wahrscheinlich sehr selten, weil den Weg kenne ich jetzt gar nicht so. Waren wir hier schon mal? Ja, anscheinend waren wir hier schon. Okay. Doch, doch, ja, doch, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Für irgendeine Quest. So, Adessa 5. Was haben wir hier noch im Schreibtisch? Auch nur alte Briefe und blablablups. Und hier? Gnomenkinderreim. Hm. Würde ich gerne mitnehmen. Mir die Gnomenreime mal angucken. Gut. Dann Adessa Band 5 oder 6 oder wo sind wir jetzt? Ich glaube Band 5. Ach, das ist das Abenteuer. So. Kapitel 5, das Schatzamt. Als ich ein Lehrling war, gab mein Meister mir einen Rat, den ich nie vergessen sollte. Er sagte, der Schlüssel dazu, jemanden bestmöglich zu fördern, sei es, seine Bedürfnisse zu eliminieren. Kein Verstand kann Genialität erreichen, wenn er um das Überleben kämpft oder mit Sorgen beladen ist. Um also den Verstand der Bürger von Adessa bestmöglich zu fördern, beschloss ich, die Institution zu schaffen, die sich ihr ganzes Leben lang um alle ihre Bedürfnisse kümmern sollte, das Schatzamt. Es sollte die Finanzen der Stadt bereitstellen und verwalten, damit unsere Gelehrten und Templer ihren genialen Verstand nicht mit so trivialen Dingen belasten müssen. Und wie alle Dinge, die mein Volk ersinnt und schafft, war das Schatzamt ein großer Erfolg. Schon bald wurden wir von Kaufleuten aus so entfernten Orten wie Rathia als sicherer Hafen für ihre Anlagen angesehen. Und unsere Bankiers revolutionierten die Finanzstrukturen, die unsere Gesellschaft bis dahin verwendete. Nachdem das Schatzamt vollendet war, sah ich, dass nur die Hälfte unserer Bedürfnisse befriedigt waren. Also schuf ich das Arcadium. Lass mich raten, darüber lesen wir dann im nächsten Part, nächsten Buch. Und ja, bekommen so nach und nach die Hintergrundgeschichte von Adessa.
was natürlich cool gewesen wäre, das zu machen, als wir in Odessa gerade ankamen. Aber mein Gott, dann machen wir das jetzt und holen das eben nach. Dafür haben wir vieles andere erlebt. Was denn? Und wo muss ich denn jetzt eigentlich mal rein? Weil ich bin ein bisschen irgendwie so komisch gelaufen. Da kann ich nämlich auch rein, ne? Hier in diese Tür. Hier. Da ist es. Aber ich bin mir sicher, dass wir Odessa nie so richtig... Zum Beispiel hier, weiß ich nicht, war ich hier schon mal drinne? So kurz vielleicht höchstens. Aber hier sind auch Händler. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Mal gucken, ob der Dietrich hat. Ich habe Reagenzien, Tränke und Rezepturen im Angebot, falls Sie an alchemistischen Waren interessiert seid. Damals bestimmt. Ich werde hier sein. Mittlerweile nicht mehr so. Sucht ihr nach Büchern? Ah, der Gast des Sandsteingutes. Wenn ihr euch für Bücher interessiert, könnt ihr gerne einen Blick auf meine Waren werfen. Ach echt? Dann gucken wir mal. Oh, hier gibt es die Abenteuer, die uns dann noch fehlen und Bücher halt, die man gerne Kinder sagen. Oh, hier kann man alles noch lesen, was einen so interessiert. Zum Beispiel die gnomischen Kinderreime. Die nehme ich mal mit. Kinder sagen 2 und 3 und 1 und n. Eine Geschichte Jolwans, Buch der Artefakt, das Abenteuer. 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, die habe ich aber alle. Geschichte der Astas. Okay. Kommt mal wieder vorbei. Ja. Coole Sache, ey. Aber eigentlich wollte ich Dietriche. Naja. So, Odessa Band 6. Jetzt kann ich auch direkt nochmal scrollen, ob ich Band 1 bis 4 von den Abenteuern habe. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe 4, 5, 6 und 8. Ich bräuchte dann noch 7 und 1 bis 3. Das sollte ja kein Problem sein, oder? Kann man ja machen. Ha, gut. Legen wir los. Kapitel 6, das Arkadium. Jede Stadt braucht einen Markt, so auch Odessa. Doch anstatt eines kitschigen, dreckigen und hektischen Bazars habe ich geschworen, die Künste, in denen wir Gnome wahre Meister sind, das Gemmen schneiden, das Trankbrauen, das Bücherschreiben in einem Gebäude zu beherbergen, das ihrer Anmut und Ehre würdig ist. Und so war ich entschlossen, das Arkadium zu einem einzigartigen Handelshaus zu machen, einem Heim, das in seiner Habenheit den anderen Gebäuden nicht nachsteht. Nachdem dieses Gebäude begonnen war, begann ich mit der Arbeit an meinem nächsten Juwel für diese Krone, der Basiliska Gnostra. Okay, wissen wir wieder, was auf uns zukommt. Ist wirklich ein schöner Platz geworden, finde ich. Kann man so gar nicht... Ja, ist schön. Aber leider gibt es hier nicht so Händler, die, ja, alles Mögliche haben. Das ist immer ein bisschen doof. Da ist schon wieder jemand geschrien. So, jetzt soll ich zu den Inseln laufen. Okay. Und den spreche ich jetzt nicht an. Den spreche ich jedes Mal an, wenn ich ihn sehe. Nächster. Aber das würde mir nicht viel bringen und ich bin falsch gelaufen. Ich muss nochmal hier in die Ecke. Da soll ich nochmal hin. Basiliska Gnostra. Ich habe keine Ahnung. Es ist so weitläufig hier in dieser Stadt. Genauso wie bei Rath hier. Man kann einfach so unendlich rumlaufen. So, da ist noch ein Bücherregal. Odessa Band 7. Jetzt haben wir es aber auch bald geschafft. Ja, ich kann die Truhen leider nicht aufmachen. Ich kann nochmal in die Schränke gucken, aber da wird nichts sein. Ich laufe mal schon mal direkt zurück. Zum nächsten Band, weil das... Ja, ja, hallo. Ja, ja, weil das können wir ja gleich ein Stück beides lesen. Mach ich mal schon mal einen Schritt weiter. So, und wieder zurück. Hallo. Soll ich jetzt wieder nach unten oder was wollt ihr schon wieder? Soll ich schon wieder an das Regal da oben? Da fühle ich mich irgendwie veräppelt, weil man doch dann hier schon war. Ja, doof. So, jetzt stehe ich davor. Jetzt lesen wir erstmal das andere. Und Abenteuer kaufe ich dann auch noch nach, kein Problem.
Das machen wir noch. Kapitel 7, die Basiliska Gnostra. Was kann über die Basiliska Gnostra gesagt werden, dass ihr gerecht würde? Ich habe die Wände erbaut und die Decke erschaffen. Gewiss, doch die Hülle verblasst im Vergleich mit dem Inhalt. Dies ist die wahre Krönung aller Mühen, wo wir Experimente und Künste und Arbeit in Theoreme, Gesetze und Axiome destillieren. Hier findet die göttliche Wandlung von Erfahrung und Wissen statt. Es ist Teil dieser Stadt, auf den ich stolz bin, das und die Erhabenheit des Forums. Okay. So, das müsste jetzt der letzte Band sein, den wir da eingesammelt haben. Anscheinend. Ich wusste jetzt nicht, wie viele es überhaupt gibt. Hier, Adessa 8. Kapitel 8, das Forum. Das Forum sollte das letzte Gebäude sein, das ich meiner geliebten Stadt hinterlasse, und es erfüllt mich mit Wehmut, dass ich zu krank bin, um es vollendet zu sehen. Doch hier wird eines Tages ein Zentrum stehen, in dem alle Gnome eine Stimme haben. Alle Gnome, die Worte der gerechten und gütigen Templer hören können. Hier wird das zentrale Glied stehen, das die Stadt zusammenhält. Ihr Herz, ihre Seele. Ich weine, wenn ich daran denke, dass ich nicht länger die Pläne skizziere und die Steine auswähle, die diese Stadt bilden. Doch für euch, werter Leser, der mich auf meiner Reise durch diese Stadt begleitet hat, hinterlasse ich ein einfaches Geschenk. Unter den Bücherstapeln des Divrariums ist ein Buch versteckt, das jenen gewidmet ist, die die Redekunst erlernen möchten. Verinnerlicht seine Lehren und nutzt diese Kunst, um nach meinem Tod das Wissen und meiner wunderbaren Stadt weiterzugeben. Galen und Hegem. Das ist ja toll. Das ist doch toll. Ich finde das schön. Jetzt darf ich wieder runter, genau. Hier ist auch noch so ein... okay, brauche ich aber nicht. So, abwärts wieder mal. Ich würde jetzt schon noch gerne wissen, was wir da gefunden haben. Was benötigt ihr? Ich benötige meinen Schatz, den ich mir jetzt hart erlesen habe. Macht es kurz. Das ist immer so, jemand schreit im Hintergrund. So, wo geht's denn jetzt hin? In das Librarium. Na, da bin ich ja mal gespannt hier mit den Bücherregalen. Ups. Kennen wir ja hier auch schon. Irgendwo da. Irgendwo hier. Ah. So. Quest gemeistert. Und jetzt, was steht da drinne? Hä? Was steht denn da jetzt drinne? Ach so, jetzt haben wir das Talentbuch hier bekommen. Und dann kann man die benutzen, das wusste ich gar nicht. Talentbuch Überzeugung verwendbar. Der einfache Einband dieses Buches lässt nicht darauf schließen, welch immenses Wissen darin erhalten ist. So, und dann hat man durch das Lesen das verbessert, das wusste ich gar nicht. Kapitel 3 über die Rhetorik und ihre Beziehung zum... kann man ja toll lesen. Doch, es gibt eine... Okay. Gemmschleifen. Und Schmiedekunst. So, und damit habe ich das verbessert, ohne das jemals gewusst zu haben. Ha! Ach ja, Entschuldigung. Meine Katze. Macht Blödsinn. Ich würde sagen, wir beenden diesen Part an der Stelle. Nicht wegen meiner Katze, sondern weil wir das jetzt geschafft haben, hier Schnitzeljagd. Oder haben wir es jetzt geschafft? Ja, ne? Ja, haben wir. So. Dafür haben wir die Mühe gemacht, damit wir unsere Fähigkeiten hier erhöht haben. Das so im Hintergrund, was man dann vorher gar nicht weiß. Schöne Bibliothek. Und Abenteuer. Ich würde gerne wissen von euch, möchtet ihr, dass ich die anderen Bände das Abenteuer noch hole? Also Band 1 bis, was wir jetzt hatten, 8, glaube ich, oder so. Dann würde ich die auch noch vorlesen. Die müsste ich ja nur hintereinander vorlesen, weil die meisten habe ich schon. Das ist kein Problem. Dann kaufe ich die bei dem einen Buchladen da hinten wieder. Und wenn euch das nicht so interessiert, dann lasse ich das sonst sein. Also ich will euch das nur nicht vorenthalten. Sagt mir einfach Bescheid. Ja, ich will wissen, was in den Abenteuerbänden steht oder nicht. Und ansonsten lese ich die einfach alleine für mich oder so. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.